Pilot ist auch heute noch für viele ein absoluter Traumberuf. Es ist aber mehr oder weniger allgemein bekannt, dass Piloten auf dem Weg zu ihrer Pilotenlizenz doch durchaus mal die ein oder andere Hürde mitnehmen, ziemlich viel Geld auf den Tisch legen müssen und auch hier und da an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht so weiterkommen, wie sie sich das eigentlich gedacht haben. Kurzum, dieser ganze Pilotenkram läuft nicht annähernd so, wie man sich das vorgestellt hat. Und das zeigt uns die aktuelle Zeit mal wieder ganz hervorragend. Deswegen sprechen wir heute mal ein bisschen realistisch über die aktuelle Lage, über ablaufende Lizenzen und über Piloten, die ohne ihre Flugzeuge ziemlich dumm dastehen. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Situationen wie diese zeigen extrem gut, wie schnell das alles gehen kann, wie schnell es gehen kann, dass man als Pilot zumindest vorübergehend nicht mehr gebraucht wird. Und dass man sich mit diesem komischen Stück Papier hier definitiv nicht nur Vorteile angelacht hat. In Anbetracht der Tatsache, dass man für dieses komische Stück Papier dann auch noch gerne mal um die 80.000 Euro, ein gutes Stück Mut und auch gerne mal 2-3 Jährchen Zeit auf den Tisch gelegt hat, könnte man doch fast ein bisschen ins Grübeln kommen, oder? Naja, das ist auf jeden Fall nicht für jeden das Wahre, nicht für jeden das, was er sich von seiner Karriere, von einer sicheren Karriere vorgestellt und erhofft hat. Und es ist auch okay so, sehr gut nachvollziehbar. Und es wäre ja auch komisch, wenn für jeden dieser Job absolut perfekt wäre. Keine Frage. Da ich aber ganz genau weiß, dass mindestens die Hälfte von euch, was diesen Job angeht, mindestens genauso verstrahlt sind, wie ich es bin, und ihr euch eventuell gerade schon wundert, was ich hier eigentlich gerade sagen möchte, ich glaube, wir sind uns einig, für viele hier und für mich gilt das ganz genauso, ist und bleibt das der absolute Traumberuf. Bei perfektem Wetter und aufgehender Sonne einen vollen Passagierjet auf Ibiza zu landen oder bei Sturm Sabine nach irgendeiner ungünstigen Windböe dann doch nochmal die Hebel auf Anschlag nach vorne zu schieben und nochmal ein Ründchen zu drehen, das ist spannend, das fasziniert einen, das ist fordernd und das macht natürlich auch eine ganze Menge Spaß. Und das lasst euch auch mal von niemandem ausreden. Dazu ist es auch definitiv ziemlich cool, in einem Berufsfeld zu arbeiten, in dem es beispielsweise unterschiedliche Gehälter zwischen Mann und Frau gar nicht gibt. Das Thema existiert dort quasi gar nicht. Oder es ist auch cool, in einem Berufsfeld zu arbeiten, in dem sich gewisse Leute immer mal wieder in regelmäßigen Abständen darüber unterhalten, dass man als Pilot auch ja nicht zu wenig Freizeit bekommt. Und auch wenn es gerne mal anders behauptet wird, auch heute ist es definitiv noch möglich, mit etwas Anstrengung und auch mit ein bisschen Glück einen wirklich gut bezahlten Platz im Cockpit unter guten Arbeitsbedingungen zu finden. Und trotzdem, der für viele größte Vorteil des Jobs wird jetzt schnell mal zum größten Nachteil. Vorausgesetzt, man hat beispielsweise bei seiner Fluggesellschaft nicht noch irgendeine Zusatzaufgabe. Man ist irgendwie Trainingspilot, Ausbilder oder irgendetwas, hat noch irgendeine Zusatzaufgabe im Büro. Irgendwas, vollkommen egal, sondern hat stattdessen tatsächlich nur in Anführungszeichen die Aufgabe als Pilot, ein Flugzeug sicher von A nach B zu bringen. Dann kann man als Pilot bzw. generell als fliegendes Personal wenig bis gar keine Arbeit mit nach Hause nehmen. Und das ist definitiv ein sehr großer Vorteil an diesem Job, denn das ist in vielen Berufen ganz anders. Da kann man Arbeit mit nach Hause nehmen. Jetzt wird das zu einem Nachteil, denn hier bei Piloten kann Homeoffice ganz einfach nicht existieren. Das gibt es nicht. Und ohne fliegende Flugzeuge, in diesem Fall jetzt speziell ohne fliegende Passagierflugzeuge, sind die Piloten dieser Flugzeuge schnell aufgeschmissen. Und man merkt, dass man einen sehr teuren, aber irgendwie nicht so richtig wertvollen Führerschein gemacht hat. Außerhalb der gerade noch durchgeführten, teilweise recht medienwirksam durchgeführten und sicherlich auch sehr interessanten und spannenden Langstreckenrückholflügen sieht damit die aktuelle Situation für die meisten Verkehrspiloten, für die meisten Piloten von Passagiermaschinen hierzulande folgendermaßen aus. Die Dienstpläne sind fast oder komplett leer und für die Piloten ist Kurzarbeit angesagt. So wie für viele andere Angestellte in diesem Land zum aktuellen Zeitpunkt ja auch, um betriebsbedingte Kündigung zu vermeiden. Das bedeutet, laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit, grundsätzlich bei 100% Arbeitsausfall, da ist es am leichtesten zu rechnen, für die meisten 60% des ausgefallenen Nettoentgelts, beziehungsweise bei mindestens einem Kind 67%. Hier gibt es dann ja noch eine sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Und die liegt für das Jahr 2020 in den neuen Bundesländern bei 6.450 Euro und in den alten Bundesländern bei 6.900 Euro. Das bedeutet, für das Kurzarbeitergeld ist es vollkommen egal, ob der eigentliche Bruttolohn bei 6.900 Euro, bei 10.000 Euro oder bei 20.000 Euro liegt. Und diese Gehälter, die existieren durchaus. Bei Flugkapitänen hierzulande sicherlich eher in Richtung 10.000 als 20.000 Euro im Monat. Aber in Einzelfällen geht natürlich auch noch mehr als das.
Je nach Steuerklasse, Ost oder West, Kind ja oder nein, ergibt sich somit für das Kurzarbeitergeld ein maximal möglicher Leistungssatz von knapp unter 2.900 Euro. Und da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich weiß, das ist eine ganze Menge Geld. Andere Leute haben ganz andere Probleme. Das ist alles nur vorübergehend. Wer 20.000 Euro brutto im Monat verdient, hat sich vielleicht schon mal anderweitig mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt. Alles vollkommen klar. Darum geht's nicht. Wichtig ist nur, es ist eine Tatsache, dass dieses komische Stück Papier, was da eben noch richtig, richtig viel Kohle eingebracht hat, jeden Monat, das ist ohne fliegende Flugzeuge, vielleicht auch nur vorübergehend, aber jetzt erst einmal ziemlich wertlos. Das zeigt ja jetzt aber auch nicht nur die aktuelle Situation, sondern auch die ein oder andere Airline-Pleite, von der es hier in Deutschland ja in den letzten Jahren die ein oder andere gab, hat da so die ein oder andere spannende Geschichte hervorgebracht. Und so schön der Gedanke von einem Catch-me-if-you-can-Pilotenleben direkt nach der Schule auch ist, ich habe gehört, das ist auch schon mal schiefgegangen. Und übrigens, wo wir gerade schon mal bei Schule sind, macht man eine Ausbildung, dann bekommt man ja normalerweise ein bisschen Geld. Logischerweise deutlich weniger als nach beendeter Ausbildung, wenn man zu 100% voll im Job mit dabei ist. Das ist völlig klar, aber man bekommt Geld. Und damit, jetzt bei stark eingebremster Ausbildung bzw. teilweise bei komplett pausierter Ausbildung, auch einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Das ist dann vielleicht nicht mehr sonderlich viel, aber es ist Geld. Als Flugschüler, also in der Pilotenausbildung, da bekommt man gar kein Geld. Und zwar wirklich gar keins. Weil man zahlt ja für seine Ausbildung und die anfangs erwähnten knapp 80.000 Euro sind da für die heutige Zeit durchaus realistisch. Das ist der Agentur für Arbeit ziemlich egal und dementsprechend gibt es hier keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Und so wird die Pilotenausbildung entweder stark eingebremst oder komplett unterbrochen. So wie immer, wenn keine Nachfrage oder Kapazität besteht. Und die Rechnung oder die für die Pilotenausbildung aufgenommenen Kredite laufen logischerweise weiter. Dazu kommt, das Luftfahrtbundesamt hier in Deutschland und auch alle anderen entsprechenden Behörden in den anderen EU-Ländern haben logischerweise für die nächste Zeit auf unbestimmte Zeit erst einmal all ihre Theorieprüfungen abgesagt. Und da muss man jetzt wissen, die Theorieprüfung in der Pilotenausbildung ist ein ziemlich wichtiger und großer Step. Dauert volle 3 Tage und erfordert monatelange Vorbereitung. Und wenn dieser Termin jetzt eben kurzfristig vom LBA abgesagt wird, dann muss man sich eine ziemlich gute Strategie überlegen. Am besten eine Strategie, die einen nicht direkt killt, wenn das LBA genauso kurzfristig einen neuen Termin für eine neue Prüfung nennt. Aber mal weg von der Ausbildung, zurück zur schon vorhandenen Pilotenlizenz. Mit dieser Pilotenlizenz einher gehen eine ganze Menge Punkte, die ablaufen können und fit gehalten werden wollen. So gibt es beispielsweise einen jährlichen großen Lizenzcheck und halbjährliche Simulatorchecks. Und dann gibt es ja auch noch ein Medical, also ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis. Das ist das andere teure Papier, was ich hier in der Hand habe. Das läuft auch jährlich ab, beziehungsweise muss jährlich erneuert werden. Dazu gibt es Dangerous Goods Schulungen, also Schulungen für den richtigen Umgang mit gefährlichen Gütern. Dann gibt es jährlich wiederkehrende Recurrence, um das gesamte fliegende Personal fit zu halten im Umgang mit jeglichen Notfallmaßnahmen und im Umgang mit jeglichem Notfallequipment an Bord. Dann gibt es CRM-Trainings, also Crew Resource Management Trainings. Etwas weiter gefasst gibt es dann noch eine Englisch-Sprachlizenz, die alle 4 Jahre aufgefrischt werden muss. Und nicht zu vergessen, müssen auch noch 3 Landungen durchgeführt werden innerhalb von 90 Tagen auf dem jeweiligen vom Piloten geflogenen Flugzeugmuster. Und dann gibt es auch noch einen jährlich wiederkehrenden sogenannten Line-Check im echten Flugzeug. Das ist eine ganze Menge. Das sind Termine, die hat logischerweise jeder Verkehrspilot und das sind Termine, die hat jeder Verkehrspilot an einem anderen Tag. Und das sorgt eben dafür, dass das ganze Jahr über beim Fliegerarzt, in den Simulatorhallen und auch in den Trainingsabteilungen der jeweiligen Fluggesellschaften absoluter Hochbetrieb ist. Mittlerweile sind natürlich alle Simulatorhallen geschlossen. Da läuft nichts mehr. Und auch die Anzahl der echten Flüge ist stark reduziert und dementsprechend auch die Anzahl der Optionen, die man hat, um alle Piloten einer Fluggesellschaft den ganzen Zeitraum dieser Krise über rechtlich fit zu halten. Dafür gibt es jetzt eine Allgemeinverfügung des Luftfahrtbundesamtes und diese besagt erst einmal ganz einfach, dass alle Pilotenlizenzen bis zu 4 Monate nach Ablaufdatum weiter problemlos gültig sind. Genauso gilt das auch für das medizinische Tauglichkeitszeugnis, also für das Medical der Piloten. Und auch die Lehrberechtigungen von Ausbildern beispielsweise sind mindestens bis Ende November 2020 verlängert. Damit möchte man all die Leute auffangen, deren Lizenzen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ablaufen werden. Und das sind so einige Leute. Dazu sind die Fluggesellschaften natürlich angehalten, für die letzten verbleibenden Flüge, die jetzt noch durchgeführt werden, ihre Ausbilder, ihre Trainingskapitäne, ihre Leute aus der Trainingsabteilung zu priorisieren und diese Leute damit fit zu halten.
Es ist also gut möglich, dass viele Piloten jetzt für vergleichsweise lange Zeit erst einmal kein Passagierflugzeug mehr fliegen werden und dementsprechend dann auch nach Aufhebung der Beschränkung erst einmal nicht wieder ins Cockpit dürfen, sondern auf einen der dann sicherlich sehr begehrten Simulatorplätze warten müssen. Versteht mich bei der ganzen Sache bitte auf gar keinen Fall falsch. Es werden sich natürlich immer Leute finden lassen, die von der aktuellen Situation sehr viel härter betroffen sind als die Piloten und die, die es werden wollen. Aber nur weil die Piloten objektiv betrachtet zur aktuellen Zeit doch gar keine echten Probleme haben, heißt das nicht, dass es sich aus Sicht einer Einzelperson für sich selbst nicht doch irgendwie problematisch anfühlt. Und auch wenn Kurzarbeit eine Maßnahme ist, um betriebsbedingte Kündigung zu vermeiden, sehen wir schon jetzt, auch hierzulande, am Beispiel Germanwings, dass es nach der Krise für viele in der Luftfahrt nicht so weitergehen wird, wie sie das bis dahin kannten und sicherlich auch liebten. Und dann zeigt dieses Stück Papier, dass es eben doch nur ein Stück Papier ist und eben kein abgeschlossener Masterstudiengang oder irgendwas in dieser Richtung. In diesem Sinne, die besten Wünsche und alles Gute für die betroffenen Kollegen. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren eventuell ein paar interessante Infos für euch mit dabei und sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu diesem Thema und tschüss.